Heißen euch alle willkommen zu einem weiteren Webinar von DigiCommunity. Heute der vierte Teil von unserer Webinarserie zum Thema Digital Excellence mit dem Marco Schweier, Schweizer. Wie immer zeichnen wir das Seminar auf und ist dann in der Folge auf unserem YouTube-Channel verfügbar. Markus, virtuell Bühne, der Bildschirm gehört dir. Go! Danke, Marcel. Herzlich willkommen. Alle drei. Wir kommen dann noch ein paar mehr dazu. Wir sind im vierten Teil vom Thema Digital Excellence. Das Mal geht es um Velocity und um Control. Zwei Sachen, die sich vielleicht ein bisschen widersprechen. Deshalb werden wir die anschauen, was jetzt da so in diesem Bereich diskutiert wird. Ich muss auch sagen, wenn es um das Thema Velocity geht, veraltet die Inhalte bei der Sekunde, könnte man fast sagen. Thema ChatGPT, Generative AI und all die Sachen würde ich kurz ansprechen. Aber es ist halt schon so, die Entwicklung ist relativ schnell. Ich zeige mal, so, was da oben ist und was ich auch für Erfahrungen im Bereich können sammeln. Und dann ist halt eben schon auch noch das Thema Controls. Das heisst, GRC, Governance, Compliance, all die Sachen, die halt trotzdem noch beachtet werden in der Geschwindigkeitsaufnahme, in der Automatisierung, Digitalisierung, all die Sachen, das werden wir auch ein bisschen anschauen, so immer aus der Perspektive von meiner Erfahrungen. Wie der Marcel gesagt hat, wir sind jetzt relativ im kleinen Kreis, also wenn wir Fragen haben, Diskussionspunkte, bringt das sofort ein, dann können wir es diskutieren, da bin ich relativ offen. Ich habe wie immer viel zu viel Folien, deshalb können wir dann schauen, was wir dann so ein bisschen noch rauspicken. Also, steigen wir mal ein. Wir haben ja schon drei Kapitel gehabt. Wir haben über Einführung, Strategie geredet, Value Flow, wo wir das letzte Mal durchsehen. Und jetzt ist eben High Velocity und Control, wo wir anschauen. Was können wir in der IT so machen, was für Potenziale ergeben sich. Und das ist jetzt eben so der letzte Teil, der für mich eben essentiell ist für das Thema Digital Excellence oder von mir aus auch IT Excellence, ist eben dann Nummer 4, wo wir heute speziell anschauen. Ich möchte ganz kurz eben das Thema High Velocity anschauen mit dem Thema Automatisierung, AI-Apps, Shift Left, ein bisschen als Thema da drin beleuchten. Und dann haben wir noch den zweiten Teil, wo es um Control geht, also Governance, Compliance und was da herausfordernd sind und was ich so für Lösungen sehe. Dann machen wir noch einen letzten Ausblick, Fragen und Antworten. Dann sind wir eigentlich dann am Ende auf dem Seminar. Steigen wir mal ein, das Thema High Velocity. High Velocity ist fast zwingend etwas, wo wir uns in der IT überlegen müssen, gerade auch wegen dem Kreis von der Digital Disruption, der uns alle betrifft, im verschiedensten Bereich, wo kann Bedrohung sein und wo halt eben auch so ist, wie es da dargestellt ist. Das ist eine Darstellung von Axelos, aber ich stimme der absolut zu. Die Zeitdauer von Innovation bis zum Commoditization und dann sogar Sourcing, der wird immer schneller und immer kürzer. Und deshalb müssen wir auch entsprechende Verfahren finden, damit wir schneller neue Funktionalitäten liefern können und dann auch natürlich den Support entsprechend schneller aufstellen. Das heisst, wir müssen im Supportbereich darüber nachdenken, wie wir schneller, besser, automatisierter können unterstützen können. Im Operationsbereich, wie wir schneller können überwachen können, Deflection machen von Incidents und Outages und solche Sachen, kommen wir darauf zurück. Damit wir immer aktuell am Markt bleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Zwingende, was man heute sieht. Man braucht Geschwindigkeit. Geschwindigkeit basiert vielfach auf Automation. Automation, das ist auch eine Darstellung von Axelos, auch da stimme ich natürlich voll zu, ist eigentlich eben so der goldene Schlüssel, der Silver Bullet, sagt man so schön auf Englisch. Es macht eigentlich alles. Aber es ist Availability kommt auf, das increases employees morale. Also es ist auch hilfreich für die Leute, wenn sie sich nicht mehr so um Routinesachen kümmern. Wenn ich Automatisierung mache, ist eben auch Produktivität von den Leuten geht auf.
Zuverlässigkeit von dem System geht auf. Ein Bot oder ein Roboter, der macht halt jedes immer gleich, der wird nie müde. Und er macht keinen Fehler, wenn man es richtig programmiert. Mit dem haben wir auch eben weniger Fehler. Wir sind schneller. Also alles Vorteil. Und letztlich, noch der nächste Vorteil, letzte, der wichtigste vielleicht, es wird günstiger. Also müssen wir uns wirklich ein bisschen auf das fokussieren, was können wir heute in der IT automatisieren und wie sollen wir da dabei vorgehen. Natürlich auch unter dem Blickwinkel vom Fachkräftemangel ein wichtiges Thema. Wie können wir die Leute, die wir heute haben in der IT, auch entlasten von Routinejobs, damit sie sinnvolle Arbeiten machen können. Also, das geht ein bisschen. Jetzt möchte ich zwei Sachen highlighten. Und es ist eine falsche Reihenfolge. Ich fange zuerst mal mit dem Shift Left anfangen, was das bedeutet, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann ein Thema, das sehr, sehr ja, prominent ist im Moment und wo ich auch extrem viel Potenzial gesehen habe innerhalb von der IT, dass man AI-Sachen kann einsetzen kann, um eben den Betrieb in der IT verbessern, verschlanken, verschnellern. Das sind so die zwei Themen, die ich eigentlich zum Thema Shift Left anschaue. Und Shift Left, eben, das heisst so, wir wollen es nach links verschieben. Und da zeigt es eigentlich einmal vom finanziellen Standpunkt her, was da die Vorteile sind. Ja, wenn ich nicht einmal an Service Desk an muss, weil ich Mittel habe, wir werden das noch anschauen, um eben Incidents zu verhindern, dann kostet mich das nichts. Im Endeffekt, je mehr ich nachher der muss in der Support-Food-Chain weiter raufgehen, bis zum Highlight, bis zum Second-, Third-Level-Support, viel Support, wo etwas muss flicken, bis ich zum Vendor muss gehen, wird es natürlich dann immer teurer. Also da braucht man sicher Strategien, damit man eben Shift-Left, damit man da vieles nach links verschieben könnte und hinten raus nicht viel manuelle Arbeit, vor allem von den Spezialisten, nicht mehr so viel brauchen, das macht Sachen viel günstiger. Was ist eigentlich Shift Left? Man redet in der IT von eigentlich zwei Shift Lefts, wo man so sieht, was man machen kann. Das eine ist eher da die obere Reihe, das ist eher eigentlich, dass man versucht, in der Anwendungsentwicklung, jetzt ist hoffentlich meine Verbindung immer noch gut, in der Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, indem man eben zum Beispiel nicht nur DevOps macht, sondern auch DevSecOps, wo man Security-Sachen früh einbaut, wo man das Testing sehr früh einbaut. Oder da gibt es anfangs Überlegungen, dass man das erste Mal einen Testcase schreibt, bevor man überhaupt anfängt zu entwickeln, damit man solche Sachen schon voll mitdenkt. Das ist Shift Left in der Entwicklung, wo uns erlaubt, neue Funktionalität schneller zu liefern. Da gibt es auch Tools, die auch uns da in der Automatisierung helfen können. Ich zeige dann ein kleines Beispiel dazu. Und das andere, sehr aktuell, natürlich Shift Left in IT Operations, wo es ähnlich darum geht, dass wir ja, einerseits mal, sagen wir mal so, versuchen, Deflection zu machen, dass die Benutzer nicht mehr am Service Desk anrufen. Das ist aufwendig und teuer, sondern dass wir Möglichkeiten bieten über Portals, aber auch über Live-Chat, über Chatbots, wir kennen das mittlerweile auch selber, dass wir dort Automatisierung reinbringen und eben Entlastung von Leuten anbringen. Das ist Shift Left ganz vorne und dann gibt es Shift Left natürlich durch die ganze Supportkette durch. Dass wir das Ganze vom Service Desk eben auf Portals und Chatbots schieben, dass wir vom Second Level via Knowledge Management die Sachen im Service Desk können weiterbringen, damit die schneller und besser können antworten. First Call Resolution als Stichwort. Und dann kann man letztlich auch noch von ganz hinten Operations Teams, Entwicklungsteams vielleicht auch noch gewisse Sachen einbauen, dass gar nichts auftritt. Das ist eben das Thema AI-Ops, das werde ich auch noch kurz anschauen. Dahinter ist natürlich, das ist alt bekannt, das kennen wir alle, das steht eigentlich die 2080-Regel, dass man natürlich mit heutzutage auch wieder mit Analytics, mit Big Data Sachen kann da reingraben und identifizieren, das ist jetzt ein Beispiel Hotel Complaints, kann man identifizieren, was sind dann die häufigsten Sachen auftreten, was sind Routine-Sachen. Und eben 2080-Regel zeigt, das sieht man da in diesem Beispiel, wenn ich die häufigsten drei anfange zu reduzieren, dann habe ich schon 80% vom Volumen, das ich auch reduzieren kann. Und auf das sollten wir uns eigentlich fokussieren. Nicht das Komplexe versuchen zu automatisieren, sondern die Routinesachen. Da hat man am meisten Wirkung. Wir haben, also wenn wir das anschauen, wir haben Tools. Wir haben
unglaublich viele Tools, die uns erlauben, Automatisierung voranzutreiben. Über jeden Schritt in der IT, vom Design bis zum Testen, bis zum Bild, bis zur Ausführung, wir haben Möglichkeiten. Die Herausforderung ist vielleicht eher da, die richtigen Lösungen zu finden und die richtig zu kombinieren können, damit man so ein Shift Left dann eben auch sinnvoll machen können. Ich habe selber ein Beispiel erarbeitet mit Kollegen, einerseits von der Red Hat und andererseits von der ServiceNow, wo wir gesagt haben, wir wollen irgendwie aufzeigen, dass man zum Beispiel kann Change Management in Teilen automatisieren. Und das ist vielleicht auch gerade ein Vorgriff auf das Thema Control. Automatisierung heisst natürlich schon, die ganzen Sachen laufen schneller ab. Die ganzen Sachen brauchen vielleicht jetzt nicht nur 15 Bewilligungen, sondern können relativ automatisiert ablaufen. Durch Kontrolle haben wir eben auch Spuren in der Automatisierung, die wir nachher abgreifen können. Das gibt ganz neue Blickwinkel auf Kontrolle, das werden wir noch anschauen. Aber da eben das Potenzial für Automatisierung mit Red Hat Tools, zum Beispiel eben mit Ansible, als Plattform kann eben die verschiedenen Use Cases nehmen und sie in verschiedenen Umgebungen automatisieren. Also Technologie ist da und da braucht es dann auch eine Orchestrierung dahinter. Da gibt es auch Bestrebungen von mehreren Herstellern. Das ist jetzt nur das Beispiel von ServiceNow. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr schon mal dabei gewesen seid, ich arbeite für einen ServiceNow-Partner, Platformation, und wir tun solche Sachen bei den Kunden unterstützen und mitentwickeln. Das kann aber ServiceNow nicht allein machen. Da braucht es dann eben auch Integration mit verschiedensten Tools da unten, die einem helfen, so einen Shift Left in der Anwendungsentwicklung auf beide Stellen, damit man wirklich DevOps-Konzept vollständig kann ausnutzen. Und das ist ein kleiner Use Case, den wir entwickelt haben zusammen, Red Hat, ServiceNow und mir. Was kann ich machen im Change Management, damit das schneller geht? Change Management, für die, die es kennen, ist eben genau so ein Punkt, wo immer wieder Compliance ein Thema spielt, mit der Grundanforderung von Compliance, Segregation of Duties. Wenn ich einen Change einkippe, sollte ich nicht der sein, der es bewilligt. Da kann man jetzt neue Möglichkeiten finden, indem man kleinere, risikofreie, risikominimierte Changes, sogenannte Standard-Changes, kann automatisieren. Und das über verschiedenste Tool-Kombinationen. Das ist die Kombination ServiceNow. Swigel ist eine Anwendung, wo ServiceNow seine Zeit gekauft hat. Mit Ansible und anderen Möglichkeiten. Man sieht, das sind andere Tools, SonarQube, wo die Code-Qualität abcheckt und so weiter. Kann man das automatisieren und bringt für das natürlich eine Geschwindigkeit an und auch das Ganze wird natürlich auch günstiger im Betrieb. Also, die Möglichkeit gibt es heutzutage. Die Folie habe ich schon mal gezeigt, sie ist mir aber wichtig, weil die gerade das Thema Digital Excellence anspricht. Mit dieser ganzen DevOps-Pipeline da in der Mitte ist es natürlich nicht da. Es gibt noch verschiedenste andere Themen, wo ein Service-Management in Ergänzung zu DevOps auch leisten oder muss leisten. Eben zum Beispiel Service-Desk, wo man eben für Shift Left auch braucht und verschiedene andere Themen, die da entsprechend integriert werden. So, das war schon mal ein Teil im Shift Left, den man machen kann. Der zweite Teil, den ich anschauen will, highlightmäßig, ist das Thema AI-Ops, also Einsatz von künstlicher Intelligenz für betriebliche Themen in der IT. Das ist das Gartner-Chart, das zeigt, wo kann man heute oder wo gibt es heute Möglichkeiten, wo Automatisierung und künstliche Intelligenz, also Auswertung von Big Data über Pattern Recognition, Machine Learning, kann helfen. Und das ist vor allem in diesem Bereich da, Observe, früher hat man gesagt Monitoring, natürlich eine riesen Opportunity. Weil das ist schon immer so gewesen, unsere Agenten, die im ganzen Netzwerk auf allen Servern installiert sind, die haben die Möglichkeit, so viel Daten zu liefern. Nur früher hat man das fast nicht auswerten können. Heutzutage hat man die Big Data Umgebungen, die es einem erlaubt, über Machine Learning und eben Data Lakes und was auch immer noch alles, Auswertungen zu machen. Pattern Recognition einsetzen und mit dem eben auch schon Deflection können machen, dass Sachen gar nicht mehr auftreten. Ich zeige dann kurz ein Beispiel dazu. Das ist einerseits eher so ein Richtung Data Center Operations. Dann gibt es eben sehr viele Automatisierungsmöglichkeiten. Runbook Automation ist eines von denen. Natürlich kann ich noch klassisches Scripting machen und vorne aus dem Service Desk gibt es dann auch relativ viele Möglichkeiten,
wo wir noch anschauen werden. Zum Beispiel auch das Knowledge Management, das man anreichern kann mit künstlicher Intelligenz, Chatbots, die man befüttern kann und so weiter. Da gibt es klar, von dem reden jetzt alle, da gibt es ganz klar eine Maturitätskurve, die man dahinter hat. Das muss man Schritt für Schritt aufbauen. Oder? Und ich zeige dann auch nochmal die Use Cases, die wir entwickelt haben. Also es geht einmal erstens, dass man mal Daten muss sammeln, eben über Monitoring-Tools, moderne Tools wie Dynatrace oder Splunk haben da schon sehr viele Möglichkeiten eingebaut. Und das kann man dann Schritt für Schritt aufbauen, bis man eben zu Proaktivität Deflection von Störungen kann aufgehen bis und mit Service Management, damit man das kann verbessern. Ein praktisches Beispiel, das war 2019 gewesen, also das ist schon ein Zeit her, als ich selber mit einer Firma ein bisschen geholfen habe, entwickeln, ist gewesen, wir haben für eine Firma geschaffen, die haben 400 Tickets im internen Service Desk pro Monat gehabt und sie haben gesagt, das ist zu viel, sie wollen es reduzieren. Und wir haben mit ihnen angefangen zu arbeiten, mit Open-Source-Lösungen. Wir haben hier R als Small Data Platform, Python als entsprechende Sprache für künstliche Intelligenz dahinter aufgebaut und haben angefangen, Quellensystem hineinzuladen und mit der Zeit eben mit Analytics, mit Pattern Recognition anfangen zu arbeiten und das Ganze aufbauen und haben dann wirklich Use Case um Use Case Schritt für Schritt das ganze aufgebaut von reiner Diagnose und Assessment zu ersten Schritt von Prediction, ich zeige das gerade auf der nächsten Folie, bis zu Sachen von Prevention. Ganz einfach angefangen, gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit ausgenutzt, das Wissen auch im Chatbot können einsetzen, um nochmal Deflection können machen, dass Tickets gar nicht aufschlagen am Service Desk. Da hat man dann entsprechende Möglichkeiten auch gehabt, da Benutzer automatisiert zu unterstützen. Und eben, wie schon aufgezeigt, je nachdem braucht es dann vielleicht Neudesign von gewissen Elementen. Oder es gibt eben Intelligent Runbook Automation, automatische Runbook Automation, die kann helfen, in der Datacenter-Umgebung eben gewisse Sachen schon automatisiert, gewisse Schritte vornehmen, zur Pflege und Verbesserung von der Infrastruktur und der Umgebung. Das kann ganz einfach anfangen. Das sind so die Use Cases, die wir dann entwickelt haben. Oder wirklich simple Themen. Reactive. Einfach mal Ticket Overview. Supervision von den Tickets, die reinkommen. Und so weiter. Application Relationship. Reine Configuration Management Themen. Und. Einfache Sachen. Dann erster Schritt richtig Predictive. Ticket Routing. Sollen wir das mal wenigstens beschleunigen, dass es an den richtigen Ort geht. Und nicht immer das hin und her entsteht, ja, es ist beim Server, das Server-Team sagt, nein, es ist nicht bei uns. Mit künstlicher Intelligenz kann man eben die Pattern schneller erkennen und dann auch präzise als richtigen Ort weiterleiten. Und dann, aufgrund von dem, kann man dann weiter natürlich Richtung SLA Breach Escalation, dass man das kann beschleunigen kann, eben das Richtung Preventive. Simple Sachen wie Load Balancer Automation, Disk Auto Extension, ganz simple Sachen, aber in Kombination mit anderen Einsichten kann das sehr stark helfen. Und wir haben auch dann erreicht, dass wir nach einem halben Jahr, muss ich sagen, ja, innerhalb von einem halben Jahr haben wir die Anzahl von 400 Tickets auf 100 Tickets pro Monat runtergebracht. Einfach durch die einfachen Sachen. Ich glaube, da ist das Riesenpotenzial drin, dass man IT kann vergünstigen, beschleunigen und so weiter. Nur eben der Fortschritt, das war 2019 gewesen. Da habe ich jetzt die neueste Folie gefunden von der ServiceNow, die in dem Bereich sehr stark in den letzten paar Monaten und Jahren investiert hat. Und sie sagen jetzt, hey, was ihr in einem halben Jahr gemacht habt, können wir in 4 Wochen. Das ist vielleicht ein bisschen Marketing, oder? Aber die Tendenz ist ganz klar, da ist so ein riesen Potenzial da. Mit AI da können eingreifen und eben, man sieht, das sind so die ersten Use Cases auch, wo man baut. Train and Optimize, eben das Machine Learning aufbaut, das Ganze in die Produktion überführt und dann relativ schnell schon wirklich Einsichten hat, Verbesserungspotenzial hat und so weiter. Also, es bewegt sich schnell. Darum ist der Foliensatz wahrscheinlich schon veraltet, wenn ich das zeige. Was ich aber auch natürlich darauf hinweisen will, ist, das geht nicht ohne den Mensch.
Das ist so, ITIL 4 hat so ein Themenkreis, eben High Velocity, wo man so viele verschiedene Methodiken anschaut und Möglichkeiten und so weiter für verschiedene Themen. Zudem kommen wir dann noch Techniques for Insurance im Kontrollbereich. Aber das ist eben auch ein herausfordernder Faktor Mensch. In dieser ganzen Thematik, alles wird schneller, alles wird automatisiert, überall hat es Big Data, überall hat es Chatbots, AI. Das muss man auch natürlich auf der menschlichen Seite den Leuten auch einräumen, dass sie da auch nachvollziehen, mitziehen und sich einbringen. Das ist einfach das ganze Sammelsurium, das ITIL 4 vorschlägt für diesen Bereich. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen, eine grosse Auswahl, aber ich denke, es ist wichtig. Und es ist auch sehr aktuell, dass man auch die menschliche Seite anschaut, wenn man in so heimelassene Themen hineingeht. ITIL 4 redet über die Seite, sie redet über Stress Prevention, sie redet über Burnout und solche Sachen. Dann Safety Culture, wie geht man dann in dem Bereich mit den Leuten um? Wie machen wir ihre Zukunft auch sicher? Das sind alles Themen, die Herausforderungen sind. Ich betreue für das HWZ ein CAS im digitalen Service Management. Das ist die Abschlussarbeit, die ich jetzt gerade mit den Leuten angeschaut habe. Die haben das alles drin und die verlangen und die beschreiben auch, dass ihre Firmen das ein riesiges Thema ist und auch das Problem ist, dass man schon super Neuigkeiten kann einführen und alles umstellen, neue Tools und so weiter. Aber mit den Mitarbeitern muss man eben auch arbeiten, damit das zum Fliegen kommt. Das ist ein Schlüsselthema, denke ich mal. Und wir kennen das wahrscheinlich von ProSci, das ist ja eine von der grossen Organisationen oder Vereinigungen, wo das Thema Organization Change Management vorantreibt. Und sie reden schon lange von dem Thema, oder? Dass man, ich kann Technologie nicht als Selbstzweck, wo jetzt die, ich muss schauen, dass die menschlichen Faktoren auch stimmen, und eben, dass solche Sachen können verhindert werden. Es muss nicht immer gerade ein Burnout sein, aber so Sachen wie Resistance. Sehr häufig bei grossen Umstellungen. Die Leute sagen, ja, funktioniert ja sowieso nicht, haben wir schon 20 Mal probiert. Eben noch der Zyniker, der dann da drin reinkommt mit solchen Sachen, Skepsis. Der Seite muss man auch arbeiten und mit den Leuten umgehen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Das ist einmal, was ich so zum Thema High Velocity anmelde. Das ist ein riesiges Thema, da gibt es sicherlich noch viel zu sagen, vor allem das ganze Thema Chatbots und ChatGPT, was das alles für Wirkung hat. Da kann ich und will im Moment nicht zu fest drauf eingehen, weil es bewegt sich einfach nicht schnell. Aber was mich noch umtreibt, dass das wichtigste Thema ist, ist auch in der ganzen IT, in der ganzen Automatisierungswelle, Chat und so weiter. Was passiert eigentlich mit der Governance? Wir haben die immer noch. Wir haben Anforderungen. Und man sieht, dass da habe ich ein paar aktuelle Beispiele rausgewählt aus der News. Die ersten zwei FTX, eben da die Bitcoin-Sachen, wo man gesehen hat, null Kontrolle. Oder? Komplett versagt. Das Thema kennen wir auch, Credit Suisse, wo ich kann nicht verstehen, in einer Bank, wo Risikomanagement eigentlich ein Kernthema muss sein, so kann sich fehlverhalten. Oder? Das ist der Thomas Borre, der da ein bisschen für ein Mandat wie der CS zugegangen hat. Und er sagt, die CS ist in ihrem Kern verfehlt. Also, wie kann so etwas passieren bei einer Bank, die systemrelevant ist, too big to fail und all diese Sachen? Dann gibt es noch andere Themen, die man könnte einbringen könnte, Wirecard und was da in letzter Zeit alles passiert ist. Also es gibt immer noch Missbrauch da. Wir müssen in der IT etwas dazu beitragen. Ich habe da unten noch ein älteres Beispiel aufgeführt, Sanjay Kumar. Ich habe in den USA auch für CA gearbeitet, Computer Associates. Auch dort hat es schon Missbrauch gegeben. Man hat zum Beispiel Offerten gegenüber Kunden schon als Abschluss einbuchen, obwohl der Kundenvertrag noch nicht unterschrieben hat. Das war seinerzeit schon illegal gewesen. Und Sanjay Kumar hat dann auch 12 Jahre ins Gefängnis. Also, man kann sich auch an Sachen erinnern wie Enron. Die Leute sind auch alle ins Gefängnis gegangen. Also, das können wir aus der IT nicht lösen. Aber wir müssen in der IT schon auch Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht nachweisen. Und früher ist das gut gewesen. Ich habe das selber gemacht in den USA in Zeiten von Sarbanes-Oxley 2003, 2004, wo wir die Einführung gemacht haben.
Da hat man einfach können sagen, schau, Anwendungsentwickler dürfen nicht mehr auf produktive Systeme Zugriff haben als Administratoren. Eben Change Management muss man jetzt so organisieren, Segregation of Duties. Es muss immer noch extern nochmal geprüft werden, bevor ein Change freigegeben gibt. Das ist alles gut und recht. Aber das vertreibt sich nicht mit Geschwindigkeit. Und da denke ich, da ist die Revision schon noch ein bisschen hinten drin und da ist vor allem auf der Revisionsseite noch einiges zu tun. Grundsätzlich muss man mal sagen, vor allem, ich würde sagen, Sarbanes-Oxley war so ein bisschen der Startpunkt. Seither Finanzkrise 2008 und sind verschiedene Sachen passiert. Und jetzt mal, wenn Missbrüche passieren, wenn solche Risiken auftreten, dann gibt es natürlich rigidere Vorschriften. Und das wollen wir eigentlich alles nicht, aber Fakt ist, dass heute die Vorschriftslandschaft, vor allem in regulierten Branchen, Finanz, Pharma, Life Science und solche Sachen, immer grösser wird und man hat dann immer mehr Schwierigkeiten, das Ganze auch können richtig zu managen. Und jetzt können wir noch mit mehr Geschwindigkeit, also haben wir noch mal mehr Herausforderungen darauf aufhören. Die Landschaft sieht dann auch so aus, also man sieht, dass da immer mehr Vorschriften, immer mehr in verschiedensten Bereichen, eben Sarbanes-Oxley, ISO 34002 für Service Providers, wir haben COVID, wir haben IT, wo man noch kurz anschaut, GDPR ist auch, natürlich, eben, es gibt immer mehr Vorschriften. Und mit diesen Sachen müssen wir können irgendwie umgehen. Und da habe ich gerade vor zwei Wochen an einem Webinar habe ich teilgenommen zu dem Thema eben Agilität und Revision. Vor allem interne Revision. Und es zeigt sich halt, dass das Ganze noch nicht so richtig zusammenspielt. Oder? Da die Clarissa Lucas ist selber eine Auditorin und hat selber in agilen Umgebungen geschafft. Und das Zitat da ist schlagend. Oder? Everyone else in the organization is changing to stay ahead of the change curve, but it seems like auditors aren't even trying to keep up. Die kommen mit ihren alten hergebrachten Methodiken und fragen einfach mit Checklisten quasi, hast du das? Und das langt vielleicht nicht mehr. Oder? Das ist auch von der Clarissa, sie sagt auch, dass so ist die Vorgehensweise heute im Auditing. Mit diesen Pfeil sieht man schon, das ist wasserfallmässig. Oder? Man plant einmal, dann geht man raus mit den Checklisten, tut die Leute befragen, tut einen Report zusammenstellen und dann gibt es irgendwie ein Follow-up. Wenn man dann die Leute wieder schickt, dann müssen sie etwas machen, das wird dann wieder kontrolliert. Das und agil und Geschwindigkeit, passt das zusammen? Eben wahrscheinlich nicht. Dann habe ich da die Folien reingeschoben, weil ich auf das noch schnell hinweisen wollte. Das ist eben Lieblingsmethodik, würde ich mal sagen, von Auditoren. Wir benutzen eine outdated Version von COVID. COVID 4.1 ist irgendwie 2002 rausgekommen. So im Zug vom Sarbanes-Oxley und dort drin hat es eben so statische Control Objectives gehabt. Da wieder für das Beispiel von Change. Oder? Wenn die 6 Sachen, nein, 5 sind es, die kann ich in eine Checkliste reinpacken, an einen Auditor geben, der kann rausgehen zu den IT-Leuten und dann das abfragen. Hast du das? Ah ja, dann ist alles gut. Das langt heute nicht mehr. Oder darum, die Control Objectives, die hat COVID schon lange weg da und Zeit schon lange, mit denen kann man nicht mehr arbeiten, ist zu statisch, wir leben in einem dynamischen Umfeld. Aber viele Revisoren stützen sich immer auf das ab, weil es einfach ist. Aber es wirkt nicht. Und heutzutage sollte es eben ein bisschen so sein. Eigentlich müsste man die Revision in so eine DevOps-Umgebung einbauen, reinbringen, damit sie können agil schaffen, also Integrated Auditing, also auch die reinbringen. Adaptable Auditing, dass man nicht einfach einen fixen Jahresplan hat und den einfach ausführt. Value-driven, dass man mit dem Management auch abstimmt, in welche Richtung soll es gehen. Da muss ich sagen, da ist es vieles noch in den Kinderschuhen. Wir haben 2023 und jetzt ist eigentlich schon lange der Druck da, dass man da mehr sollte machen. Es gibt gewisse Lösungsansätze. Ich habe das mal einfach kopiert aus dem Web. Das DevOps Audit Defense Toolkit, das ist etwas, wo aus dem Umfeld von der DevOps-Bewegung gekommen ist, der Gene Kim, einer von den Vätern von DevOps, der auch Bücher geschrieben hat zu diesen Themen von DevOps. Jetzt kommt man gerade, The Phoenix Project ist wahrscheinlich das bekannteste Buch, wo er so ein bisschen
storymäßig beschreibt, so novellenmäßig beschreibt, was eben für Herausforderungen auf die IT zukommen in so einer Umgebung. Und er hat dann aufgrund von dem eben auch so, das kann man finden auf dem Internet, das kann man abladen, das Defense Toolkit entwickelt, wo einem erlaubt, eine Konversation mit der Revisionszeit zu starten, zum sagen, hey, wir müssen uns beide ein bisschen bewegen, damit wir da in die Richtung kommen. Also es sind Denkansätze, auch nicht mehr ganz neu, die erste Version ist 2015 rausgekommen, greift auf dem Markt noch nicht so gross, aber es ist ein Ansatz da. Und das ist sicherlich einer der Wege zum Gehen. Zweitens, auch Covid hat sich natürlich in der Zwischenzeit geändert. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Auch sie haben quasi so ein Toolkit entwickelt, wie ich eben ein Audit in einer DevOps-Umgebung richtig machen und was für Sachen muss ich in DevOps-Umgebung schauen. Und Covid hat auch in der letzten Version 2019 hat dann auch sehr stark die Themen aufgenommen und gesagt, Audit passiert nicht mehr einfach pauschal generell in einer IT, sondern sie muss situativ Sachen adressieren können. Da gibt es verschiedene Faktoren, ich zeige das dann noch kurz, die einem helfen, das richtig können. Adressieren zum Beispiel, das ist der Beispielfall für eine DevOps-Organisation, was man da könnte anschauen könnte. Also es gibt Ansätze, wo man sicherlich in die Diskussion kann reingehen kann. Jetzt möchte ich noch ein paar Lösungen zeigen, die ich selber erlebt habe, wie man eben kann eine gute Governance, Compliance aufbauen, ganz gleich in was für Umgebung was man drin ist. Das Grundkonzept auch von Covid, das geht auch wieder einmal, also immer noch um eine Zielkaskade. Das klingt sehr theoretisch, aber in der Praxis, ich zeige dann selber, hat das bei mehreren Firmen eingeführt und das funktioniert. Dass ich nämlich gezielt von den Strategievorgaben, wo zum Beispiel Stakeholder-Drivers, also externe Stakeholders wie die Gesetzgebung oder Regulatoren, interne Stakeholders wie der Verwaltungsrat, gezielt kann die Zielsetzungen und Erwartungen oben abbrechen auf Unternehmensebene und dann bis in Prozess- und Abteilungsebene gezielt oben abbrechen. Das gibt mir nachher eine Möglichkeit, die Rechenschaftspflicht können auszuweisen, indem ich das im Reporting entsprechend wieder aufgebe. Das ist eigentlich das Grundkonzept. Das ist nicht nur Covid, das verfichtet, das ist auch wirklich etwas aus der Governance. Das findet man auch in ITIL überall, wo man eigentlich will. Eigentlich ein bisschen, ich will da schnell vorgreifen. Von einer Zielsetzung, von einer Erwartungshaltung vom Unternehmen oder vom Verwaltungsrat her gezielt oben abbrechen und Rechenschaftspflicht können nachweisen. Ich sehe das eigentlich auf zwei Seiten. Es geht eben um externe Vorgaben, Compliance-Vorschriften, Regulationen. Es geht aber auch um Strategieumsetzung und das Controlling von der Strategieumsetzung. Das sind beides eminent wichtige Themen, auch in der IT. Die IT steht ja immer so ein bisschen im Rechtfertigungsdruck. Ja, wir sind zu teuer, wir sind zu langsam, wir sind alles solche Sachen. Und man auch entsprechend, da helfe ich jetzt viel bei Kunden im Moment, entsprechende Messsysteme können aufsetzen, damit man einen Wert kann ausweisen kann. Und der Wert ist natürlich Compliance-Seite gesehen, ja, Governance. Wir haben auf die Seite, wir halten uns an die Regeln und wir liefern etwas, was der Erfolg von der einem Erfolg von der Firma hilft. Eben die Kaskade baut sich dann so zusammen, dass wir das zuerst mal gezielt können oben abbrechen. Wir haben entsprechende Daten in der Source, wo wir die Sachen beziehen und das nachher im Reporting wieder aufbauen. Das ist jetzt übrigens auch gerade etwas, was ich im Moment am Beraten bin, bei einer, sagen wir mal so, eine grössere Organisation, die in Brüssel zuhause ist. Wo halt von der Komplexität her eine entsprechende Anforderung gestellt, dass man das entsprechend auch Big Data-mäßig Analytics und so weiter kann aufbauen. Das ist ein anderes Beispiel, wo wir eine Governance entwickelt haben, wo eben vor allem auch das Thema von breiter Abstützung über die Gremien, über die Councils, in verschiedenen Themen in der IT, wo Vorgaben entwickelt werden. Die Situation bei dieser Firma war ein Merger. Man hat mehrere Firmen zusammengeführt und hat dann entsprechend die IT müssen auch so aufstellen, dass sie den Merger verarbeiten kann. Deshalb haben wir da auch ein entsprechendes Governance-Modell aufgesetzt. Ein anderer Plan in der Detailausführung, eben wie man kann, das war da seinerzeit auf Copy-5-Basis,
wie man kann eine allgemeine Governance einsetzen kann, ist, dass man eben auch mal sicher beschreibt, wo kann ich messen, was kann ich messen. Das haben wir an der Prozess festgesucht. Und wir haben dann in der entsprechenden Organisation nicht also die Abteilung auf der Firma nicht entsprechend dann vorgeben, mit was es du musst schaffen, sondern die vielleicht ein konsolidiertes Tool aufgesetzt und sie haben dann können die Governance aufsetzen und die ganze Sache ein bisschen misst. Ein anderes Thema, das ich noch kurz erwähnen will, was eben auch hilfreich ist für eine Governance, ist ein verwandtes Thema, nämlich Qualitätsmanagement. Das ist die gleiche Firma, wo man das Qualitätsmanagementsystem für da sieht man sogar noch den Namen, ups, aufgesetzt haben für ISO 20000 Zertifizierung, also Qualitätsmanagement für IT Service Management. Das hilft natürlich auch, weil man auch da ein System hat von Auditing, wo ein externer Revisor jedes Jahr schaut, dass kontinuierlich Verbesserungsmodelle aufgesetzt werden. Das ist alles sehr hilfreich, auch für das Thema Governance, weil das schon das Grundsystem der Steuerung einführt. Das als letzte Folie vielleicht noch zu dem Thema Control. Es sieht kompliziert aus, das ist COBI 2019. Es ist auch relativ komplex. Ich tue das auch unterrichten an Fachhochschulen. Das ist ein relativ komplexes Thema zu vermitteln. Es ist aber, das liebe ich eigentlich an COBI, ein theoretisches, super durchdachtes Modell. Logisch aufgebaut, konsequent in der Anwendung eigentlich und es liefert genug Material. Da unten sind eigentlich die vier abschliessenden Dokumente, die ich brauche, um so eine COBIT-gemäße Governance aufzusetzen. Wichtig sicherlich, COBIT nennt sich nicht IT-Governance, sondern Enterprise Governance of IT, weil das natürlich in eben Zielkaskade, das muss in ein Unternehmen vertraut sein und entsprechend vorgegeben sein. Und eben heute hat man jetzt die Möglichkeit, das hat es vorher noch nicht gegeben, die Designfaktoren und Fokusbereiche, wo ich wirklich eben eine tailored, eine maßgeschneiderte Governance für eine bestimmte Situation, für einen bestimmten Entwicklungsschritt, wo eine Organisation drin ist, kann entwickeln. Und ich glaube, das ist der Weg zu gehen. Man sieht das eben mit dem Defense Audit Toolkit, mit dem DevOps-Ansatz, wo COBIT vorschlägt. Ich glaube, wir haben jetzt Lösungen. Jetzt müssen wir das nur noch unseren Revisoren vielleicht dann auch noch beibringen, damit die auch da mitziehen können. So, jetzt habe ich relativ viel geredet. Jetzt möchte ich noch zwei Sachen euch mitgeben zum Abschluss von dem ganzen Thema. Erstens nämlich mal eben ChatGPT. Der grosse Hüller im Moment in der IT und ich habe ChatGPT selber gefragt, was kann denn AI überhaupt machen in der IT? Und dann die Antworten bekommen. Wie halt ChatGPT so ist. Immer sehr korrekt, immer sehr vollständig, vielleicht ein bisschen langweilig, aber Möglichkeiten, wie ich es eigentlich dargestellt habe, sind immens. Jetzt, das finde ich aber das Erstaunliche, habe ich ChatGPT dann auch gefragt, was kann mir denn dann ChatGPT oder AI für Audit helfen? Und die Antwort finde ich jetzt doch erstaunlich. Oder AI, offers numerous benefits, it is important to know that human judgment and expertise remain critical in the audit process. Also, menschliche Faktor, sogar unser ChatGPT weist auf das hin. Vor allem Control, Compliance, menschliche Faktoren, die da hineinspielen. Zeigt vielleicht eben auch, dass es da Fehlentwicklungen geben kann, wenn man da nicht rigoros genug dahinter ist. Beispiel, die ich gezeigt habe, eben Enron bis zu Credit Suisse. Das braucht es immer noch. Das brauchen wir auch in der IT. Und zum Schluss möchte ich euch noch etwas mitgeben, das ich ausgesucht habe. Ich bin eigentlich ursprünglich, habe ich mal Geschichte studiert. Und da gibt es ein Konzept, das grundlegende Konzept von der Geschichtswissenschaft, ist die sogenannte Quellenkritik. Und ich denke, im Zeitalter von Artificial Intelligence und Fake News ist das immer noch ein sehr wichtiges Konzept, dass wir uns gut überlegen. Oder? Woher kommt eine Information? Was will die Information eigentlich überhaupt erreichen? Warum wurde sie erstellt? Oder warum hat man das gemacht? Und vor allem auch so eine Frage. Wovon schweigt sie? Gerade mit künstlicher Intelligenz brauchen wir menschliche Betrachtungsweise
Hinterfragen von Sachen Lehrlängere mehr. So. Das bin ich jetzt ein bisschen im höheren Tempo durchgerauscht. Ich möchte jetzt aber eigentlich jetzt, wenn es noch Fragen gibt, das Wort auch euch zurückgeben. Gibt es noch Fragen zu meinen ausschweifenden Ausführungen, die ich heute zeigen darf? Also wenn ihr keine Frage habt, dann hätte ich eine. Mhm. Aber nicht an dich, Markus, sondern an alle Teilnehmer. Und ich bitte einfach alle zu antworten. Vielleicht könnt ihr, die Kamera nicht eingeschaltet haben, sie noch einschalten. Das ist einfacher dann die Kommunikation. Nehmen wir an, der Markus würde ein CAS machen aus dem Thema Business Excellence. Und wir würden den anbieten. Einfach das, die vier Teile, die er jetzt gezeigt hat, aber viel ausführlicher, vielleicht mit Betonung von gewissen Elementen, stärker, natürlich mehr Praxis, natürlich mehr Erklärung. Erste Frage, die geht wirklich an alle und ich tue ein bisschen durchfragen dann. Wäre das etwas Interessantes für euch? Und B, was wäre euch wichtig an so einem CAS? Was wäre so ein absolut zentrales Kriterium? Mach gerne, du darfst als Erste. Ich würde wirklich begrüßen, so ein CAS zu folgen, muss ich sagen. Also, es wäre wirklich interessant. Ich würde wirklich begrüßen, sehr konkrete Beispiele. Also, vielleicht mit Leuten, die konfrontiert waren und können vielleicht Sachen bringen. Also, allein der Übersicht von all die Automatization Tools hat mich wirklich heute fasziniert, also es ist so intensiv gewesen, auf einen Blick, auf alle die Tools. Mir sieht nicht, wie der Zug fährt, aber der fährt schnell. Und was ich würde wirklich erwarten, sehr konkret Beispiel. Genau wie wir schon ein paar von dir kamen, Marcel im CAS, mit lebenden Beispielen eigentlich. Okay, aber der Einbezug von Personen, die da beteiligt sind, da müssten wir dann unter Umständen ein paar Schaltungen machen in die Justizvollzugsanstalt. Aber das bringe ich mir schon an. Das. Natürlich erwarte ich von dir das. Das ist unser Knast. Das haben wir auch. Ja, gut. Super, danke. Christian, wie sieht es bei dir aus? Mir geht es gleich mit Marc an. Danke, vor allem das als Best Practice zu bringen, ist notwendig aufgrund von. Die Firmen haben alle eine Geschichte und sind so unterwegs, nicht weil sie wollen, sondern weil sie wahrscheinlich einfach historisch so gewachsen sind. Und wahrscheinlich haben so gewisse Firmen mit einer gewissen Größe ähnliche Herausforderungen, wie sie es erreichen wollen und möglicherweise auch gewisse Mindset-Themen, die da drin spielen, wie das man entweder unterwegs ist oder eben auch durch das man wohnt. Ja. Und insofern häufig Best-Practice-Ansätze, auch vielleicht branchenübergreifend, die aus der Praxis für die Praxis kommen. Zum Frage eingehen beantworten, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das CAS gut besucht wird. Vor allem so von gewissen mittleren, oberen Managementstufen. Ja, glaube ich auch. Heider, wie sieht es bei dir aus? Ich kann leider nur das heute besuchen. Muss ehrlich sagen, für mich ist es. Oder ich bin nicht das richtige Zielpublikum, auch nicht für das CS, weil es einfach nicht nahe genug ist an meiner Tätigkeit oder meinen Verantwortlichkeitsbereich. Und für das sind wir wahrscheinlich auch zu klein, dass wir überhaupt über das müssen diskutieren. Jürgen, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich war jetzt auch nur beim vierten dabei, das heißt jetzt, aber ich sehe das schon als notwendig. Wir haben ja ähnliche Diskussionen bei uns hier beim Kanton. Da ist häufig Mindset dieses Thema, es müsste praxisnah sein, weil auf Folien lässt sich ja alles abbilden. In der Realität zeigt sich es dann. Und es müsste eine gewisse Change-Komponente dabei sein, weil wir haben welchen Blumenstrauß von Leuten, die das Gefühl haben, man kann ja alles programmieren, man hat das alles im Griff, bis zu Leuten, die sagen, nein, man muss strategisch vorgehen, Best Practice nutzen.
AI nutzen und das liegen wir extrem weit auseinander. Also das müsste ziemlich praxisnah sein. Mhm. Stefan, bei dir? Ja, hallo miteinander. Ich kann das nur noch bestätigen. Ich bin jetzt auch erst heute dabei gewesen und dann erst noch spät, weil wir noch eine längere Geschäftsleitungssitzung haben, gell, Jürgen, mit spannenden Diskussionen, die in ein ähnliches Thema hingehen. Für mich wäre das jetzt aber auch nicht das richtige oder die falsche Ansprechperson. Das ist für mich doch recht technisch gewesen, aber extrem spannend und es wird sicher finden, Leute bei uns im Betrieb gut tun, zu sehen, was man heute überhaupt kann machen mit diesen ganzen Tools. Aber eben nicht mit Folien, wie ihr schon gesagt habt, sondern effektiv an Beispielen, wie man da heutzutage kann arbeiten mit diesen Tools und künstlicher Intelligenz. Da sind wir ganz weit weg. Ja. Ich denke auch wirklich Leute treffen, Firmen besuchen, die konkret mit drin sind, mit denen sich austauschen, das ist wahrscheinlich, ja, das ist eine offene Geschichte, das kann man dann nicht so abschließend machen, aber das Sehen, dass andere ähnlich ringen, gewisse Sachen vielleicht kleiner gelöst haben, andere Sachen nicht, das ist schon auch spannend. Ich glaube, der Austausch wäre ein wichtiger Teil. Gut, Markus, Schlusswort von dir, was meinst du dazu? Vielen Dank fürs Feedback und ich kann nur zustimmen. Eben zwei Themen oder drei Bemerkungen vielleicht. Viele von diesen Best Practices sind also Sachen, die man sieht, die immer wieder diskutiert werden. Die funktionieren gut auf der grünen Wiese bei Startups. Aber wie ihr erwähnt habt, viele Firmen haben eine History. Die haben eine Geschichte und die haben Strukturen und dort muss man auch irgendwo leben und das auch können einpassen. Das ist ein Thema, das man sicherlich wieder anschaut. Das zweite Thema, das ich ganz klar als Message mitnehme, praxisorientiert. Das haben wir natürlich jetzt in so einem haben wir relativ wenig Chancen gehabt. Ich habe euch mit Folien voll bombardiert, aber es ist vielleicht einmal so ein erster Anriss von der Breite von Themen, wo wir sind, wo der Marcel und ich werden das diskutieren, wenn wir das vielleicht ein bisschen vertiefen und weiterführen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Wenn es irgendwie noch Fragen gibt, meldet euch, ich helfe gern. Gut, danke, Markus. Ja. Letzte Chance für Fragen stellen. 3, 2. Ja, ich habe eine Frage, wie es mit dem Format weitergeht oder woher das kommt oder so. Wir sind jetzt da von einem Kollegen eingeladen worden, der Jürgen und ich, haben das spannend gefunden. Aber wer ist da nicht ganz verstanden, woher das kommt, woher das geht. Interessant. Also, das ist Digi-Community. Das ist ein kleiner Verein, relativ näher bei der Hochschule, aber unabhängig davon. Mhm. Was wir machen, sind Webinare zu ganz verschiedenen Themen im Bereich von der Digitalisierung. Das geht von jetzt Business Excellence, wo wir mal eine Viererserie gemacht haben, zu ethischen Fragen, zu Fragen von KI, zu boah, tutti, alles. Was irgendwo relevant ist, der Hintergrund ist, dass viele Teilnehmer, also mindestens der Marc Anna, der Christian und der Peider, also die Mehrheit heute, hat ein CDO gemacht, ein CAS, bei mir, wo ich leite. Und das sind alles, das ist so ein Generalistenkurs, super breit. Und aus dem, aus dieser Breite, aus schöpfen wir immer wieder Themen, Aktualisierungen, Konkretisierungen für solche Webinare. Also, gerade umgekehrt, wenn ihr Lust habt auf ein Thema, wenn ihr etwas wollt, wir schreiben, sagen und wir organisieren das. Das ist relativ leicht möglich für uns als Hochschule. Wir kommen selbst so gute Leute wie der Markus Schweizer. Auch dank vielen Jahren Freundschaft können wir rüber. Und dann ist es bald wirklich spannend. Okay, cool. Dann werden wir allenfalls wieder informiert, wenn ihr frische Themen verwendet. Genau, sonst auf Digi-Community. Man kann sich anmelden. Wir sind dankbar für zahlende Mitglieder. Kostet 50 im Jahr und unterstützt damit einfach den Verein. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Ja, und vielleicht auch noch als Hinweis, also wenn ihr jetzt nur den vierten Teil gesehen habt und ihr interessiert euch für die ersten drei, die Aufzeichnungen sind auf YouTube als Videos verfügbar.
Okay, danke. Ja. Gut, danke. Super. Und der CHS-CDU empfehle ich sehr. Sehr. Gut. Ja, doch, der miese Referent hätte, ja, das, der was leitet. Ja, ist okay, macht, ja. Also, vielen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Nachmittag und hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Webinar. Ciao, ciao. Danke, tschüss zusammen. Tschüss zusammen.